Gesellschaft ist von allem Nachdenken, kritisch Nachdenken, Sachen auf Vorstellen. Und das, wenn ihn so denkt, nicht just für sich zu halten, mit den Kollegen zu schwätzen, mehr von allem auch nach außen zu bringen, durch Ausstellungen, durch Bücher, durch Konferenzen, die Wissenschaft auch vermitteln. Bien, la science est une discipline dans laquelle on va essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. On va essayer de comprendre, par exemple, comment fonctionnent les différents phénomènes naturels qui nous entourent. Bei der Tut noch ein Philosoph, ich froh, ich ging so in, dass man für das Recht beobachten von einem Phänomen. Und die zweite Etappe ist dann, sich Gedanken machen, wie kennt dann, das, was die beobachtet, wie kennt er die überhaupt zu starten, was sind Prozesse drin, wie steht in eine Hypothese, mit den Experimenten, für die entweder zu konfirmieren oder zu widerlegen. Und am Endeffekt, wenn er die Chance hat, kann er dann carrément zum Beispiel mit einem Gesetz kommen, wo er dann die Observation respektive die Phänomene kann beschreiben. Wissenschaft für mich ist ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit, sich rauszugreifen, an den mit den geeigneten Methoden ganz, ganz genau zu beschreiben. La science, c'est l'ensemble des techniques, des méthodes et des connaissances qui nous permettent de comprendre la nature et les phénomènes qui nous entourent. Wissenschaft ist für mich ein Domain, das immens groß ist, also von viel Wissen, aber für alle geht immer mehr groß und es ist schwierig, sich im Laufenden zu halten, was die neueste Wissenschaft ist. La science, je dirais, c'est quelque chose qui a de multiples visages. Il y a tout d'abord des sciences exactes comme la physique, la chimie, biologie, mathématiques. Il y a des sciences sociales, la science politique, la sociologie, l'économie. Mais en tout cas, toutes ces sciences doivent pouvoir se recouper, se rencontrer les unes et les autres, parce que le but fondamental et, je pense, ultime de la science, c'est toujours d'améliorer et de faire progresser la société. Wissenschaft ist für mich persönlich zunächst mal Befriedigung für meine eigene Neugier, für einfach Sachen zu lernen und Sachen verstehen zu können, die ihn bislang nicht verstanden hat. Und zum anderen auch gesellschaftlich ein extrem wichtiger Punkt für die Gesellschaft weiterzuentwickeln und für das Gesellschaft führen können.